I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. What a glorious feeling. Now I'm happy again. So, ich habe mich eingepackt. Jetski ist auch dabei. Und wenn wir mal den blöden Roller hier anloggen, wa? Ich glaube, ich hätte. Was nimmst du denn? Aber das Ei, eigentlich können wir das nicht machen, oder? Warum denn nicht? Wir können doch nicht am German Barbecue in Helsinki eine Bratwurst essen gehen. Natürlich, mal gucken, wie die das machen. Ich hätte, glaube ich, gern Dresdner. Ich weiß nicht, wie ich die essen soll, ne? Weil die Soße jetzt schon so. Ich auch nicht, aber meine geht noch. Ja, ich habe keine Ahnung, was die Finnen denken, was wir in Deutschland für Bratwürste essen. Aber wenn irgendeiner von euch schon mal so eine Bratwurst gesehen hat, möge er mir jetzt bitte Bescheid sagen. Ich glaube, ich verzichte auf das Topping, weil könnte ich sowieso schon gehen. Ich auch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Alter, ich sehe gleich. Habt ihr Hunger? Was wie Sau hier. Schön aussutschen. Haben die wirklich Deutsch gesprochen gerade? Jetzt. Das nächste Mal sag mir Bescheid, wenn du hinter mir bist. Ich hab gerade mit dem anderen Dupi der Rufnacke geredet. Echt jetzt? Ja, hat mich ein bisschen komisch angeguckt. The Germans. The Germans. Oh, der soll sich mal eine ordentliche Jacke kaufen. Für die Fotos, ey. Sein scheiß Grau kotzt mich an, aber das habe ich nicht gesagt, okay? Ich muss immer so viel Photoshoppen, damit er rauspoppt aus den Bildern. Oh, und jetzt kauft er sich schon wieder eine dunkle Jacke. Ich könnte kotzen. Besser. Ist besser. Also die Größe? Ja. Blau finde ich geiler? Nee, die ist besser. Die sieht viel besser aus. Als grau. Ja, yeah, it fits. Definitely better. Yeah. Yeah. Endlich kauft er sich eine Jacke. Ich hasse Jacken auch. Also ich finde die graue tatsächlich geil. Nee, ich finde die besser. So dunkel, weißt du? Ich finde die besser. Steht dir. Besser. Ich finde, so dunkelblau kleidet dich auch. Jetzt kein Scheiß. Also was ich oft nicht verstehe, aber das war jetzt beim Einkaufen gerade das beste Beispiel, dass man selber so davon überzeugt ist, dass einem was steht, aber andere sagen gar nicht, nimm lieber das. Und dann auch quasi fast einheitlich. Was meinst du? Naja, mit der Jacke. Ich finde immer noch, dass die graue geiler gewesen wäre. Nein. Ja, genau das meine ich. Du trägst halt immer grau. Nee, gar nicht. Doch, ja, du trägst grau und schwarz. Ja, aber das ist doch mehr... Ja, das ist Slick so. Slick, das macht dich schön. Was? Flick? Slick so. Slick. Glatt, Alter. Glatt, gut aussehen und geil, Alter. Geil, Alter. Richtig geil, Alter. Blau über grau, sag ich auch. Kannst du mal richtig zumachen hier? Ja, mach mal zu, ja. Aber nicht so ziehen, sonst bin ich kaputt. Quatsch doch nicht. Das ist doch extra dafür gemacht. Warum ist dein Atem so warm? Hast du kalten Atem? Ja. So, jetzt müssen wir endlich deine Fresse nicht mehr sehen. Freunde der Sonne, wir verlassen Helsinki nach Tallinn. Alter, guck mal, wie viel Schub der gibt. Tschüss, Helsinki. Tschüss.
zum Glück noch ein paar zum Austausch dabei. Ja, grüße erstmal, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, guten Morgen, guten Mittag, servus, grüße, hallo. Mein Name ist Dings und das ist Bums. Und wir sind heute in der Nähe von Tallinn, liebe Freunde. Wir fahren heute ein paar Kilometer und zwar fahren heute nach Riga, liebe Freunde. Das ist unser nächster Stop. Nach Riga sind 300 Kilometer. Eigentlich genau 300 Kilometer sind das. Das ist der Plan für heute. Riga, Lettland, muss man ja dazu sagen. Es mehrere Riga. Ja, Frankreich, Österreich und irgendwo waren wir rein. Sind die schon da? Das so wusste ich gar nicht. Wir bleiben aber noch ein Momentchen hier. Hier ist nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das schon ein bisschen sehen könnt, hier ist Todeswind. Also wirklich, hier ist richtig, richtig krasser Wind. Uns ist gerade eingefallen, dass das eigentlich dumm wäre, den Drachen nicht rauszuholen. Deswegen werden wir gleich mal versuchen, noch den Drachen in die Luft zu werfen. Und mal schauen, ob ich wegfliege oder nicht. Aber das müssen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen testen. Und dann geht es dann irgendwann gleich demnächst nachher los. Das ist der Plan. Also ich würde dir einfach den Drachen in die Hand geben und dann würde ich loslaufen. Ja. Tschüss, jetzt war schön mit dir. Ja. Bis dahin. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Gott, das ist... Boah, der jetzt... Ja, der zieht. Fast wie in Holland, Freunde. Gerade wieder ein bisschen Flaute hier. Der Wind hat krassen Body-Respekt, als ob. Ey, es ist aber auch echt super windig hier, Chat. Ohne Scheiß. Das ist richtig windig. Gestern Abend hat es richtig geballert hier. Das wäre aber immer ein Foto gewesen hier, aber ich glaube, wir haben schon Gutes mit dran. Ach ja. Was, ich brauche mehr Basiswissen? Ach so, wegen Drachensteigen. In 700 Metern 3000 Kilometer. 700 Meter to go.